Bevor der Apostel Paulus das Evangelium nach Europa brachte, war Europa wie ein Wildland. Erst nachdem Paulus das Evangelium nach Europa gebracht hatte, blühte das Evangelium in Europa auf. Und so konnte die christliche Kultur sich entfachen. Aber wie ist der christliche Glaube jetzt nach 2000 Jahren in unserer Zeit, hier in Deutschland und Europa? Da ihr schon alle wisst, wie die Lage ist, werde ich es kurz fassen. Die äußere christliche Schale ist noch da, aber der Kern stirbt immer mehr aus. In Deutschland und Europa brauchen wir eine erneute Erweckung. Ich bete jeden Tag, dass wir alle von Gott für diese Sache genutzt werden. Der erste Grund hierfür ist, so wie es in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 steht, weil Jesus ist will. Und der zweite Grund ist, weil Jesus Deutschland und Europa liebt, obwohl sich die Menschen immer mehr und mehr von Gott entfernen. Wie sehr muss unser Herr Deutschland und Europa lieben, wenn er doch sogar einen Ausländer wie mir seine Visionen und Missionen scheint. Jesus sandte das Evangelium durch Europa in die ganze Welt. Wenn man die Verkündigung des Evangeliums mit einem Baum vergleicht, ist Europa wie Wurzel. Ich persönlich denke, dass es ein großer Unterschied ist, ob das Christentum in einem anderen Kontinent untergeht oder in Europa. Wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen, wissen wir, dass auch Europa Gottes Gericht nicht entkommt, wenn Europa Jesus verlässt. Aber Jesus will es nicht und die Zukunft Europas ist auch mit unserer Zukunft verknüpft. Also, wie können wir von Gott für das Evangelium und für Rettung der Menschen genutzt werden? Um dies tun zu können, müssen wir erst einmal verstehen, wie das Evangelium am Anfang nach Europa kam. Die heutige Bibelstelle gibt uns hierfür die Antwort. Das Evangelium wurde in Europa verkündet. Dies passierte erstens, da der Heilige Geist zuerst arbeitet. Er stoppte Paulus, so dass er das Evangelium nicht nach Asien bringen konnte. Und er zeigte ihm eine Vision, so dass er das Evangelium nach Europa bringt. Paulus gehorchte der Arbeit und dem Willen des Heiligen Geistes und brachte zuerst nach Griechenland das Wort Gottes. Durch dieses Ereignis wurde Europa evangelisiert. Auch hatten sich 120 Christen im Zimmer von Markus versammelt und beteten. Sie hatten Angst, nachdem Jesus zum Vater weiter zurückkehrte, und sie konnte nicht das Evangelium senden. Aber als der Heilige Geist
ihnen seine Macht schenkte, konnte sie rausziehen. Ja, ich habe koreanische Sätze, mehr koreanische Sätze, Teung, Gegebe, aber hier gibt es nicht. Komisch. Aus 120 wurden es dann 3000 und später sogar 5000. Wegen einer starken Verfolgung wurden dann die Christen zwar getrennt, aber dadurch wurde sein Wort nach Samarien und sogar bis ans Ende der Welt gesandt. Wir nehmen manchmal die Arbeit des Heiligen Geistes nicht so ernst, aber er ist derjenige, der die Welt verändern kann und auch diese Macht besitzt. Damit Deutschland und Europa wieder im Glauben aufstehen kann, muss der Heilige Geist mit seinen Fragen kommen und arbeiten. Amen. Lasst uns hierfür von ganzem Herzen beten. Eins unserer Aufgaben ist es, für die kräftige Arbeit des Heiligen Geistes hier in Deutschland und Europa zu beten. Zweitens konnte das Evangelium nach Europa kommen, da es Menschen gab, die vom Heiligen Geist für das Evangelium genutzt werden sind. Wenn wir uns die Geschichte der Verkündigung des Evangeliums uns anschauen, wird uns klar, dass Gott meistens Menschen benutzt. Manchmal macht es auch der Heilige Geist selbst, aber in den meisten Fällen nutzt Gott Menschen. Paulus und sein Team waren beispielsweise damals Werkzeuge Gottes. Da der Heilige Geist ihn und sein Team gebrauchte, konnte das Evangelium nach Europa kommen. Auch wir müssen vom Heiligen Geist gebraucht werden, damit eine erneute Erweckung in Deutschland und Europa wieder passiert. Der Heilige Geist sucht nach wahrhaftigen Christen, die bereit sind, die wirklich gläubig sind. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass GYBG so wird, wie das Team von Paulus damals, und dass der Heilige Geist uns benutzt. Lasst uns alle Gottes Werkzeuge werden und für die Erweckung gebraucht werden. Amen. Aber so wie das Team von Paulus damals zwei Dinge brauchten, brauchen auch wir heute diese zwei Dinge. Erstens, sie gehorchten vollkommen dem Heiligen Geist. In seiner zweiten Missionsreise nach Asien wollte Paulus das Wort Gottes nach Asien bringen, aber der Heilige Geist stoppte ihn. Er war sogar in Troa gewesen, jedoch bekam er keine Antwort von Gott. Ich glaube, dass jeder von uns so eine Erfahrung gemacht hat. Wir beten aber, Gott öffnet uns nicht eine neue Tür. Man fühlt sich in diesen Augenblicken allein gelassen. Und manchmal ist es sogar frustrierend. Wenn auch Gott nur einmal unseren Weg blockiert, fühlen wir so. Aber wie muss es wohl Paulus ergangen sein, als Gott in seinem Weg mehrmals immer wieder blockierte? Aber als Gott immer wieder
ist Tat, schmiss er all seinen eigenen Willen weg und danach wird abgelehnt. Er hätte auch nach seinem Plan und Willen handeln können, doch er tat dies nicht. Für manche andere wirkte er auch vielleicht dumm und nein, aber weil er dem Willen des Heiligen Geistes gehorchte, konnte am Ende das Evangelium nach Europa kommen. Auch heute benutzt Gott Menschen, die ihnen eigenen Willen wegwerfen und wahrhaftig dem Heiligen Geist gehorchen. Lasst uns in unserer Gruppe all unsere Begierden und Willen wegwerfen und nur der Führung des Heiligen Geistes gehorchen. Erst dann wird wieder eine neue Erweckung passieren und eine neue Geschichte geschrieben werden. Zweitens, die Menschen damals haben, als der Heilige Geist ihnen sein Wille zeigte, direkt ohne zu zögern gehorcht. Der Heilige Geist zeigte Paulus und seinem Team, dass es sein Wille ist, das Evangelium nach Europa zu bringen. Sie waren auch in Mazedonien gewesen, wie wir alle wissen. Ist es nicht einfach, in einem fremden Land zu missionieren? Es war sicher ein großes Abenteuer für sie, wenn sie zum Beispiel nach Polen von Gott geschickt werden, um das Evangelium zu verkünden. Ist es dann einfach, diesen Befehl Folge zu leisten? Ist es sogar schwer in unserer Stadt, wo wir leben, zu missionieren? Aber weil sie gehorchten, wurde das Wort Gottes verkündet. Lasst uns also, wenn der Heilige Geist sein Wille uns zeigt, direkt ohne zu zögern, gehorchen. Liebe Jugendliche, lasst uns alle wahre Kinder Gottes werden. Zivai Guiji soll von Anfang an Gottes Wille gehorchen und sein Wille umsetzen. Lasst uns alle dem Heiligen Geist gehorsam sein. Nur so können wir vor Gott gebracht werden.